Vergangenen Samstag empfingen die Mostviertel Bastards die Znaim Knights am Sportplatz in Saaling. An und für sich waren die Bastards gut vorbereitet, aber auch ob des kürzlich stattfindenden Tests gut eingespielt. Ließ der Liga-Favorit aus Tschechien von der ersten Sekunde an keinen Zweifel aufkommen, dass er an diesem Tag als Sieger den Platz verlässt. Mit etwa doppelt so vielen Spielern angereist, war bereits beim Kickoff ersichtlich, was die Rotte der Heimischen zu erwarten hatte. Physische Stärke, bekannte aber enorm effiziente Spielzüge und ein Quarterback in Spiellaune, der vor allem seine Tight Ends wie auch Running Back Pavel Novak nach Belieben mit dem Labau versorgte. Bastards versuchten mit viel Herz dagegen zu halten, was aber nur allzu selten gelang. Die Znaimer konnten ob ihres großen Kaders auch aus dem Vollen schöpfen und die gesamte Spielzeit über den Druck aufrechterhalten. Natürlich war man bei den Heimischen nicht gerade in Feierlaune. Ausbaufähig, ganz einfach. Ja, leider haben sie nicht ganz das umgesetzt, was wir eigentlich trainiert haben. Einige Anfängerfehler sind dabei gewesen, natürlich mit unseren jungen Leuten. Die Znaim Knights sind natürlich physisch extrem stark und die haben jeden Fall ausgenutzt von uns. Ich muss schon sagen, die Knights waren heute wahrscheinlich das stärkere Team. Hat vor allem gemerkt an der Line, haben schon eigene Prügel, die waren schon körperlich sehr stark unterwegs. Im Endeffekt waren aber dann doch einige Hoppalas, einige strittige Entscheidungen, die das Spiel vielleicht nicht ausgemacht haben, aber im Endeffekt für ein klareres Ergebnis gesorgt haben, als das eigentlich das Spiel hergegeben hat und auch verdient am Spiel gewesen wäre. Krone richten und rasch wieder aufstehen, heißt es nun für die Revanche in Tschechien. In 2 Wochen fahren wir nach Znaim rauf. Wird ein lustiges Auswärtsmatch. Ja, was wir jetzt auf jeden Fall noch Training machen müssen, ist auf jeden Fall trainieren. Klar. Einige Schludrigkeiten, Kinderkrankheiten auszubringen, uns besser zusammenspielen auf jeden Fall. Und dann sollte das Ganze ein anderes Bild machen als heute. Ja, wir werden versuchen, dass wir unsere Fehler beheben, so gut es geht. Unser Kader ist relativ dünn. Wir schauen, dass alle fit werden wieder bis dorthin und dass wir das Spiel, dass wir sie besser verkaufen. Und dann für die nächsten Spiele dann wieder fit zu sein, wo wir dann 3 Wochen Gott sei Dank Pause haben dazwischen. Ja, gegen die Blue Hawks geht's wieder. Basis!